Na gut, wir können nicht zu dem Vogel gehen, also gehen wir einfach mal weiter. Schon wieder der Dachs da. Achso, wir haben uns unseren Rucksack verloren und der Vogel hat sich drin versteckt. Wir haben es nicht mitgekriegt. Also ja, da ich immer noch nicht weiß, wie der Junge heißt. Oh, jetzt ist verändert sich der Weg schon wieder. Ja, so egal was das ist, Realität ist es nicht. Ach, Veterinärsamt, also Tierarzt. Besser gesagt, nicht Veterinäramt. Die sind ja eher dafür für die Tierärzte verantwortlich. Okay. Da meldet sich niemand im Tierarzt, also müssen wir weitergehen. Wo nach Hause? Und wir haben schon das zweite Kapitel freigeschalten gehabt. Okay. Oh, keine Haustiere. Klappt ja nicht ganz so gut, wie ich gehofft hatte. Geht er jetzt wieder einen Schritt zur Seite? Nein, jetzt geht sie einen Sch er oder sie einen Schritt zur Seite. Unauffälliges Pfeifen ist immer unauffällig. Wer da gerade jetzt reingespickt hat, ob jemand da ist überhaupt. Okay, Licht. Wahrscheinlich dieselbe Leier wie immer. Ich bin nicht zu Hause. Das Essen ist im Kühlschrank. Die Decke ist wieder ordentlich zusammengelegt. Naja. Okay, wenn das so schnell geht, dann sind wir damit ziemlich schnell durch eigentlich mit dem Spiel.
Ob es so gut ist, den Vogel rauszulassen, weiß ich jetzt nicht. Weil wenn der jetzt hier irgendwo runterhüpft. Okay, er will Wasser. Das können wir ihm bringen. Klar, erstmal den Rucksack im Weg liegen lassen. Die Schüssel oder was das auch immer ist, mit Wasser füllen. Jetzt ist sicherlich der Vogel schon wieder nicht mehr da. Ah doch, er ist da. So, jetzt ihm noch was zu essen besorgen. Ah, er geht trinken. Ja, also ich finde wirklich schade, dass es keinen Text gibt in dem Spiel. Ich glaube nicht, dass er runtergesprungen ist. Ich glaube, er hängt in dem Busch. Genau. Jo. Machen wir mal ein paar Brotkrumen. Und jetzt ist es mitten in der Nacht. Ja, oder auf der anderen Seite sind noch mehr Vögel. Ja, die können fliegen, er kann es mit dem seinem verletzten Flügel leider nicht. Oh, der arme Vogel. Ja, den linken kann er bewegen, den rechten leider nicht. Und ja, der Wecker muss sehr irritierend für ihn sein.
Ernsthaft? Warum auch immer wir jetzt mit dem Schirm raushüpfen mussten. Immer noch niemand zu Hause? Na doch, diesmal ist die Tierärztin zu Hause, so wie es aussieht. Geben wir ihr mal das Zeug, was sie auch immer da haben wollte. Jetzt die Schüssel. Verbandsmittel. Und voilà. Die will ihn in einen Vogelkäfig stecken, aber ich glaube, dann macht der Junge nicht mit. Na, wenigstens ist der Vögel verbunden. Einfach das, die ganze Brotscheibe auf den Busch schmeißen, so geht's auch. Okay, die Quadratwurzel aus Bär heute. Spielt er jetzt wirklich mit dem Vogel apportieren? Jo. Ich folge ihm mal mit den Pfeiltasten.
Ja, warum ist es das Wohnzimmer im Wald? Jetzt guckt der Vogel tatsächlich im Fernsehen zu. Jetzt regnet es in der Wohnung. Okay. Einfach ein paar Mal herumhüpfen. Und krank werden dabei. Der Vogel bringt ihn nicht wieder nicht. Ja, der Vogel surft lieber da drauf. Gut. Zeigen und erklären Unterricht. Schade, dass es sowas bei mir nie gegeben hat. Jetzt muss ich meinen Vogel wieder mal verfolgen. Hier hat der Eiswagen. Genau, folgen wir den Enten über die Straße. Zum Glück ist der. Zum Glück nehmen sie den Zebrastreifen. Was gibt das jetzt? Genau, zum Mond fliegen. Mhm. Und wieder. Diesmal geht er nicht damit surfen. Auch gut. So, wir brauchen Brot und wir haben jetzt die Hälfte vom Spiel geschafft.